Welcher Aspekt ist für dich der wichtigste in der Erziehung? Mit dieser Frage habe ich mich vor ein paar Tagen vor allem an pädagogische Fachkräfte und Eltern gerichtet, aber auch an Menschen, die keine Kinder haben, aber Selbsterfahrung als Kind haben. Unter dem Aspekt, was hat mir gut getan oder was hätte ich vielleicht gebraucht? Und ich habe ganz spannende Rückmeldungen bekommen, eine riesige Liste an Aspekten, die euch wichtig sind. Und ich habe mal so die Sachen, die signifikant häufig genannt worden sind, mehrfach mal zusammengetragen und lest sie euch natürlich mal kurz vor. Also Liebe, Grenzen setzen, akzeptieren, Geborgenheit, Schutz, Vertrauen, Ehrlichkeit, respektvoller, wertschätzender Umgang, Geborgenheit, Individualität, Spaß im Spiel, füreinander Dasein. Gegenseitig Grenzen setzen, also Grenzen setzen war sehr häufig. Lernen und respektieren, keine Angst zu haben. Offen über alles sprechen können, Offenheit, Selbstbestimmung, Neugier, Fairness, Durchsetzungsfähigkeit, dem Kind zu vermitteln, dass es seine Bedürfnisse äußern kann, also erkennen und ausdrücken. Genau, also auch die Grenzen besser verstehen und umgehen können und Verständnis. Das waren so die am häufig genanntesten Aspekte. Und was es für mich persönlich ist, das lasse ich euch morgen wissen. Lasst ein Like da, macht das Plus weg, dass ihr das nächste Video auch seht. Bis dann!